Hallo Leute, willkommen zurück zu einem weiteren Tag in Minecraft und heute sind wir wieder mal ans Tageslicht gekommen, denn ich hatte eine Idee, was wir da machen könnten für den Boden in unserem Palast des Hades und es wird das gleiche Design sein oder ein sehr ähnliches Design wie Tangotech in seiner Zitadelle verwendet hat. Wenn ihr nicht wisst, von was ich rede, schaut es euch an. Tangotech, ein kreativer Redstoner und seit jüngstem auch ein guter Bilder. Und wir brauchen etwas Basalt und dafür haben wir keine Farm. Aber ich denke, hier in diesem kleinen, vierbreiten Raum sollten wir das Ganze reinbekommen. Und falls nicht, da haben wir ein paar mehr Räume mit mehr Platz. Also ich baue die Farm dann mal und dann schauen wir sie an und dann können wir sehen, wie wir das Ganze mit einem Boden unten im Hades hinbringen. Wollt ihr sehen, wie es rausgekommen ist? Gut, ich zeig's euch. Ein simples Setup, ein bisschen Soil hier unten mit Hoppern darunter, dann darüber ein Platz, wo wir den Basalt generieren können und das blaue Eis darüber und auf der Seite haben wir Lava-Sussblöcke und dank etwas Haste können wir rasch die 5 Basaltblöcke hier meinen. Natürlich wäre das ganze Setup schneller im Nether, denn dort fließt die Lava schneller, aber nachdem wir hier ja so eine schöne Türme haben, wo wir verschiedene kleine Farmen reinplatzieren können. Habe ich mir gedacht, warum nicht hier? Und wir werden nicht unendlich viel Basalt brauchen, darum ist Super-Effizienz nicht unbedingt notwendig. Hier draußen bin ich ein bisschen mit Lichtquellen am Experimentieren, denn wir wollen ein tolles Design haben, das uns genügend Ausleuchtung bietet, aber wir müssen auch sicherstellen, dass uns nichts Feuer fängt, wie beispielsweise hier ein Wollblock, der hier mal wohl war. Und ich habe noch ein paar andere Ideen. Das ist einfach ein Netherrack, das brennt. Und wir müssen da einen guten Kompromiss finden zwischen etwas, was gut aussieht, aber genügend Beleuchtung gibt, nicht, dass wir eine Lichtquelle haben, jeden zweiten Block. Und ich denke, da muss ich noch etwas experimentieren. Und vielleicht müssen wir auch zuerst mal den Boden platziert haben, bevor wir da dann endgültig eine Entscheidung finden können. Aber ich muss jetzt erstmal ein bisschen Basalt meinen und dann brauche ich auch noch eine ganze Menge Smithing Tables für den Boden und dann können wir den Boden platzieren. Und dann werden wir sehen, was machen wir mit der Ausleuchtung da unten. In unserem Palast habe ich hier einen temporären Boden eingezogen mit Half-Slabs, so dass wir unseren effektiven Boden darauf platzieren können. Und hier außen, ganz unten, habe ich auch eine Lösung gefunden, wie wir die Spawns von den Slimes verhindern können. Und hier drin müssen wir eine ähnliche Lösung finden. Aber zuerst machen wir
hier den Fußboden. Und wenn ich das richtig im Kopf habe, ist das so ein Muster. Und dann wieder so. Und dann natürlich auch hier in diese Richtungen. Und wie ihr sehen könnt, entsteht dadurch ein schönes Muster, das etwas Abwechslung bietet. Aber es ist ziemlich teuer in Bezug auf diese Smithing Tables, die wir hierfür brauchen. Aber ich denke, es lohnt sich, wenn wir hier was Tolles rausbekommen wollen. Und ich denke, das ist letztendlich das, was zählt. Nein. Und wenn man so einen fehlplatziert hat, dann dauert es eine Weile, bis man den wieder kuriert hat. So. Und wie ihr euch vorstellen könnt, braucht das jetzt eine Weile, bis ich hier den ganzen Fußboden platziert habe. Und fürs Erste werde ich einfach mal die Fackeln hier dann einen Block höher setzen, sodass wir genügend Licht haben. Und dann werden wir sehen, was können wir unternehmen, um A, die Slime Spawns zu vermeiden und B, welche Variante der Ausleuchtung gewinnt hier, damit wir hier genügend Licht haben, aber nicht allzu viel Lichtquellen brauchen. Jetzt, wo wir einen Boden hier in unserem Palast drin haben, macht das Ganze schon einen sehr viel besseren Eindruck. Und die Fackeln habe ich so platziert, dass alles perfekt ausgeleuchtet ist. Das heißt, da werden wir dann unsere Lichtquellen platzieren. Und nun kümmern wir uns erstmal um den Slime, denn wir haben einen Slime-Chunk hier in diesem Gebiet und einen weiteren da hinten bei dem Turm. Und Slimes spawnen, zumindest in Java, wenn sie eine flache Fläche haben von 3 auf 3 Blocks. Und unsere ganze Fläche hier ist flach. Aber wir können das recht einfach umgehen, indem wir punktuell Buttons platzieren. Und entweder machen wir das hier auf den Basaltsäulen oder hier auf den Smithing Tables. Und da bin ich mir nicht ganz sicher, was denn besser aussieht. Ich denke, die Basaltsäulen, die haben mit der Ringstruktur da schon etwas Struktur. Und wenn wir da Knöpfe drauf platzieren, verliert das etwas an Wirkung, während die Oberseite der Smithing Tables doch recht nicht einfältig. Es hat ja da ein bisschen Struktur mit dem Farbverlauf, aber doch eher etwas auf der flachen Seite ist.
Darum denke ich, werde ich die hier auf den Smithing Tables platzieren. Und das ist etwas mühsam, denn wir müssen hier shiften, denn wenn wir so klicken, dann machen wir den Smithing Table auf. Gut, das ist ein Projekt, das ich vollenden muss. Und wenn ich mich recht entsinne, stehen alle Fackeln auf Basalt und nicht auf einem Smithing Table. Das heißt, das ist dann auch positiv. Und dann müssen wir nur noch schauen, welche Lichtquelle wir denn nun effektiv hier unten platzieren. Denn wichtig ist, dass die Blöcke rundherum mindestens die Helligkeit 13 haben, damit wir auch alles so ausleuchten wie geplant. Und vielleicht heißt das, dass wir hier, da wo wir eine Lichtquelle haben, können wir rundherum keine Buttons haben. Aber falls das der Fall ist, werden diese Blöcke sowieso mit etwas belegt sein, was das Spawnen von Slimes dann verhindern wird. Aber ich platziere mal hier ein paar Buttons und dann werden wir schauen, welche Lichtquelle denn der Sieger sein wird. Und der Sieger ist Campfire. Und das machen wir ähnlich, wie wir es mit dem normalen Feuer hatten. Hier ein bisschen Trapdoors rundherum, sodass wir das Feuer nicht direkt sehen, aber es entsteht so ein bisschen der Eindruck von einer brennenden Tonne. Und ich habe mich dagegen entschieden, darunter noch Strohballen zu platzieren, denn ich denke, die Menge an Rauch, die wir so bekommen, ist ausreichend. Was ich aber gemacht habe, ist, ich ging rum und habe geschaut, dass alle Fackeln hier auf so einem Basalt stehen, so dass wir wirklich keine Probleme haben mit den Knöpfen, die da rundherum platziert sind. Hier ist es etwas schwieriger, vor allem wenn wir das Trapdoor falsch rum platzieren. Denn auf dieser Seite geht das nicht aus, aber für alle anderen sollte das kein Problem sein. Und damit sind wir am Ende von dieser Folge angelangt. Nächstes Mal müssen wir schauen, was machen wir denn mit dem Boden außerhalb von unserem Palast. Ich habe da ein paar Ideen, aber das ist definitiv ein Projekt für sich selbst. Also bis zum nächsten Mal und tschüss!